jetzt an den Rabenklippen gibt es ein Gasthaus. Da habe ich mich kurz gestärkt. Ein paar Kartoffelpuffer mit Apfelmus gegessen und Kaffee getrunken. Dann geht es jetzt weiter zum Kreuz des Deutschen Ostens, was auch immer das ist. Kreuz des Deutschen Ostens lassen wir jetzt mal langsam hinter uns. Ich muss jetzt sehen, dass ich nach Bad Harzburg zurückkomme, weil da will ich mir heute noch was anschauen. Und zwar möchte ich mir gleich den Baumgipfelpfad anschauen. Der ist ja letztes Jahr im Mai eröffnet worden. War ja, als ich letztes Mal hier war, nur zum Eröffnungstag wollte ich jetzt nicht dahin. Mal schauen, heute ist Sonntag, es sind viele Leute unterwegs. Ich schätze mal, dass auch da viel los sein wird. Nun gut, ich denke mal, dreiviertel Stunde sowas müssen wir da sein. Schaut mal hier, tatsächlich eine Windharfe, aber es ist windig, ich höre nur kein Licht. Ja, es fängt immer mal wieder so ein bisschen an zu schneien, aber ich bin jetzt auf dem Baumgipfelpfad und naja, schauen wir mal.
Welt so ein Baumwipfelpfad wirklich gebraucht hat, wage ich zu bezweifeln. Denn, okay, der ist schön angelegt, keine Frage, aber ich kenne so einige Wanderwege, auch hier im Harz, die an einem Berghang liegen oder auf einem Bergrücken liegen und somit genau dieselbe Aussicht oder genau denselben Anblick in die Baumkronen hinein bieten. Und da brauche ich dann keinen Eintritt für bezahlen. Ja, ich denke mal, für die Leute, die nicht so wirklich auf die Idee kommen würden, rauszugehen, wandern zu gehen, für die Leute mag es interessant sein und auch ein Anreiz zu sein, hier hinzugehen, um mal einen anderen Anblick zu haben. Und naja, es sieht ja so aus, als wäre es nicht viel zu laufen, aber ich laufe jetzt hier gerade die ganze Zeit im Kreis. Und zwar soll dieses hier eine Baumkrone darstellen, in der man sich in, ja, wie in Schraubenwindungen den Weg nach oben in die Baumwipfel erarbeiten muss. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Baumwipfelpfad tatsächlich barrierefrei ist. Bis auf die letzte Etage von dieser Krone hier, die ist nur über Treppen zu erreichen. Aber die Idee an sich finde ich schon ganz gut, auch wenn das eine halbe Ewigkeit dauert, bis man hier die Krone überwunden hat. Ja, von hier hat man noch mal einen ganz guten Blick auf diese Baumkrone, wo man dann hier am Korkenzieher hochlaufen muss. Wie gesagt, ich finde es eine gute Idee, sodass das Ding Tatsache dann auch als barrierefrei gelten kann. Ja, ich werde dann jetzt zum Auto zurückgehen. Hier unterhalb des Weges ist noch ein Märchenpark. Dementsprechend sind hier natürlich auch viele Kinder unterwegs, viele Familien unterwegs. Nichtsdestotrotz war das heute eine schöne Runde, ein schöner erster Tag in diesem Jahr, in diesem Mini-Urlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.